Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger muss man nicht groß vorstellen. Sie ist eine die bundesdeutsche Politik gerade der Nachwendezeit extrem prägende Figur aus dem liberalen Spektrum, Mitglied der FDP. Sie war Justizministerin, sie ist wegen eines geplanten Gesetzes in Sachen großen Lauschangriff, so ist die Chiffre, zurückgetreten. Das war sehr nobel, das hat auch bei uns im grünen alternativen Spektrum bis heute starke Respektsbekundungen hinterlassen. Also Leuthäuser-Schnarrenberger, die ist ja toll. Und es wird wahrscheinlich noch ein bisschen komplizierter, darüber reden wir jetzt gleich. Und ja, das muss man sagen, das ist auch großartig. Und da kann man dann auch nochmal über die Details reden. Was mir auffällt, ist, sie sind wahnsinnig prominent. Sie sitzen in Talkshows. Man macht den Fernseher an und irgendwie auf 100 Kanälen sind sie mindestens bei 30 dabei. Und von Maischberger angefangen bis zu. Das ist eigentlich für ihre Partei, die doch eigentlich die große Bürgerrechtspartei zu sein hat, nicht nur ein ganz besonders brillantes Zeichen. Ich finde, es ist ein hervorragendes Zeichen als überzeugte Liberale mit, ich sag's mal so, einer gewissen Bürgerrechtsagenda, dann auch als FDP in unterschiedlichen Kontexten sich für Bürgerrechte einsetzen zu können und damit auch ja eine Rückkopplung zum Liberalismus zu haben, ist doch gut. Muss man auch jede Gelegenheit nutzen. Das ehrt Sie extrem, aber und dass Sie sich einsetzen, das versteht sich von selber. Das möchten wir auch von Ihnen erwarten. Nur also wo sind denn die ganzen Großen noch? Also Herr Baum lebt noch, Frau, ja. Ja, Herr Baum, Burkhard Hirsch, wir sind dann die, ja. Sag ich mal, die von früher. Und Sie sind ja unter allen, von denen wir sprechen, eher das Nesthäkchen. Naja, gut, ein Nesthäkchen, das auch in die Jahre kommt. Aber wir sind so die durch den Lauschangriff mit der Klage, die dort gewissen Bekanntheitsgrad bekommen haben. Wir haben jetzt, und die haben natürlich nicht so eine Chance, bekannt zu werden, schon gute junge Leute. Also wenn ich nur mal an den Konstantin Kuhle denke, der ist im Bundestag das erste Mal, wie viele andere. Der macht genau Innenrechtspolitik, Bürgerrechtsschwerpunkt, wird langsam auch präsenter. Aber bei mir hat das auch länger gedauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Und deshalb bin ich froh, wenn ich die unterstützen kann. Wie tun Sie das? Einmal, indem ich mit Ihnen zusammen auch auftrete. Also wir machen Veranstaltungen zusammen. Dann, indem ich aber auch gerne Ihnen mal so ein bisschen Entwicklungen auch mitgebe und Ihnen also nahe bringe, wo auch früher schon Konstellationen waren. Und die fragen mich gern. Über die Stiftung habe ich Möglichkeiten, Naumann-Stiftung, da auch eine Plattform zu bieten. Also ich denke, das ist so eine gute Gelegenheit. Und es ist schwieriger, wenn man in der Opposition ist, 4 Oppositionsparteien, eine herausragende Persönlichkeit, Christian Lindner, der ja doch sehr klar FDP prägt, dann haben andere es schwierig, auch ähnlich bekannt zu werden. Also ich bin völlig fern davon, aus Ihnen jetzt ein Statement gegen Christian Lindner herauszuziehen. Nein, das ist, das soll man nicht erwarten. Nur das Problem ist dabei, wir kennen die FDP, die ich aus meiner jugendlichen Prägung heraus als sehr starke Bürgerrechtspartei eben kennt, auch als eine Partei, die sich gerade mühsam von den eigenen Nazischlacken mit befreite, also von den alten Kadern. Ja. 70er Jahre und jetzt haben wir eigentlich nur Wirtschaftsthemen, also Digitalisierung und Freiheit und so weiter, aber diese klassischen Bürgerrechtsthemen, die werden eben in dieser Weise von Christian Lindner nicht thematisiert. Also wir klagen gemeinsam, Christian Lindner, Gerhard Baum, Burkhard Hirsch und ich, gegen die Online-Durchsuchung. Das ist ja nun wirklich mit der Digitalisierung verbunden, ein ganz tiefer Eingriff in Grundrechte, in die Privatsphäre. Da ist er voll mit dabei. Die haben auch eingebracht einen Gesetzentwurf, der natürlich als Opposition keine Mehrheit bekommt, klar, zur Stärkung von Bürgerrechten. Aber es ist wirklich schwierig. Vielleicht war es damals auch noch ein bisschen in der Konstellation anders und einfacher. Wenn die FDP zwischen zwei Volksparteien agierte, dann hatte man eigentlich eine gute Plattform, um da auch sehr klar Bürgerrechtspositionen zu beziehen. Und Volksparteien haben ja eine Neigung, da eher ein bisschen zurückhaltend, vorsichtig ausgedrückt, zu sein. Und jetzt haben wir 6 Parteien und natürlich haben wir auch Grüne, auch andere, die natürlich auch sagen, wir wollen auch was für die Grund- und Bürgerrechte tun. Sollten eigentlich alle Parteien im Bundestag miteinander koalitionsfähig sein?
Alle nicht. Also ich denke, es gibt Grenzen, gibt es für mich auch wirklich ein Spektrum, da hört für mich Liberalität auf. Ich sehe keinerlei gemeinsame Grundlage und auch nur Ansätze, um mit der AfD irgendwas gemeinsam machen zu können, die natürlich gerne andere für sich kapern würden, das merkt man ja immer wieder. Dass es mit den Linken nicht leicht ist, brauche ich nicht zu betonen. Aber ich glaube, es entwickelt sich doch inzwischen, so sehe ich das jetzt mal als Beobachterin des Bundestages, doch eher ein besserer Umgang miteinander, weil doch alle Parteien merken, wenn ich alle sage, meine ich jetzt gerade nicht die AfD, weil doch diese Parteien merken, man muss doch irgendwo sehen, wo kann man auch mal was Gemeinsames machen. Denn wir wissen nicht, wie Mehrheitsverhältnisse, ja, Mehrheiten zustande kommen können. Da bewegt sich viel. So, jetzt reden wir über Ihr Buch. Das möchte das Publikum auf. Es hat gestern bei einer anderen Lesung eine Frage gegeben, wird denn gelesen werden? Also wir haben uns entschlossen, dass Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger nicht direkt vorliest, sondern dass wir miteinander sprechen und dann hören Sie auch Ihre Stimme. Also das ist eine wunderbare Stimme, wenn ich das privat sagen darf. Worauf ich nur hinaus will, es kommt doch darauf an, dass man in einer Dreiviertelstunde so auf bestimmte Punkte kommt, die uns auch interessieren. Ja. Und dann kam das Buch und dann dachte ich... Kennst du doch. Ja, ja, nee, kenne ich. Ist das nicht vielleicht ein bisschen trivial? Ist das nicht ein bisschen das ohnehin Selbstverständliche, aussprechend, aufschreibend? Es ist glänzend geschrieben. Warum ist dieses Buch wichtig? Das Buch ist wichtig, weil es die Grundrechte als wirklich konstitutives Element unserer Demokratie in den Mittelpunkt stellt und Ihnen allen, denn wir sind ja die Träger dieser Grundrechte, die uns der Staat nicht verleiht, die haben wir, Ihnen damit eine ganz andere, nochmal bedeutende Stellung gibt und daraus auch folgt, dass wir uns für diese Grundrechte auch selbst einsetzen müssen. Wenn wir die nicht leben, nicht einfordern, dass wir sie leben können, dann geht ganz Entscheidendes verloren und dann, ja, verändert sich auch unsere offene Gesellschaft, unser System. Deshalb ist das so wichtig und dass dann 70 Jahre dazu kam, war natürlich ein ganz schöner Anlass. Ja, das Interessante ist nämlich, dass im hinteren Teil des Buches das Grundgesetz einfach abgedruckt ist. Und als ich das dann las, habe ich das wirklich auch als ein stark errungenes Dokument, schön, also wirklich aus schönster Prosa, stand stehengewichtige. Aber sagen Sie, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, wo ist denn jetzt, man kann es ja allgemein behaupten, die Freiheit ist bedroht, man kann das sagen, dass, auch immer bedroht ist, ist denn so ein bisschen Smalltalk. Aber Sie haben ja Gründe zu sagen, die Freiheit ist bedroht. Welche Gründe? Ja, ja. Ja, jetzt bin ich hier, ich hab's jetzt in der Hand, Herr Federsen. Sie können ja, ich hab's Mikro. Wunderbare Situation. Ja, ich rede einfach weiter, weil sie hat mich ja ganz konkret gefragt, gibt es wirklich Gründe anzunehmen, dass diese Freiheitsrechte bedroht sind? Und da will ich jetzt mich nur ganz kurz bei dem Klassiker aufhalten. Das gibt es nun schon seit Jahrzehnten, dass der Staat in Grundrechte eingreift, weil er die Aufgaben, mehr Sicherheit gegen Terror, gegen organisierte Kriminalität vorzugehen, wahrnimmt und dabei auch zu Maßnahmen greift. Ich habe die Online-Durchsuchung erwähnt, die natürlich dem Bürger sehr tief in seiner Kommunikationsfreiheit, in dem, was er sagt und tut, in seiner Privatsphäre, in seinen Persönlichkeitsrechten berührt. Und das wird durch die technologische Entwicklung, aber auch dadurch, dass wir immer mehr Sicherheitsbehörden haben, in Deutschland alleine 37, die sich in irgendeiner Art und Weise mit Terror befassen, die alle ihre Dateien haben. Und je mehr ich Dateien habe, die versuche zusammenzubringen, natürlich damit auch weniger Transparenz mit Blick auf Kontrolle schaffe, umso größer ist eben damit auch eine Einschränkung von Freiheit verbunden. Und da ist durch die technologische Entwicklung Computer durchsuchen, natürlich kommunizieren, nicht mehr am Festnetz, das macht ja nur noch kaum jemand, sondern mit allen möglichen Dingen, mobilen Endgeräten unterschiedlichster Form, natürlich auch übers Internet. Dadurch wird natürlich eine Möglichkeit geschaffen, viel mehr vom Bürger zu erfahren, als das früher jemals vorstellbar war. Aber das ist für mich nur ein Aspekt.
dieses klassische Verhältnis Bürgerstaat und dass ich dann Credo habe, wenn es richtig angespannt ist, dann darf man nicht einem immer sagen, am Ende nur immer für Sicherheit, für eine angeblich stärkere Sicherheit, da ist ja die Latte nach oben vollkommen offen und wir erfahren ja nie, bringt es wirklich mehr Sicherheit, aber wir wissen, es bringt immer weniger Freiheit. Ja, und jetzt kommt das andere dazu, große Konzerne, die eben unglaublich viel von uns allen wissen, die viele Informationen von uns auch mitgeteilt bekommen, aber sich auch selbst holen. Die Technik erlaubt da ja unglaublich viel aus dem Druck auf eine Tastatur. Mit einem Schwitzefinger oder nicht, kann ich schon daraus entsehen, in was für einem Aggregatzustand sich mein Gemüt befindet. Und ist da Frau oder Mann da, da spielen diese Dinge schon eine Rolle. Und da wird mit vielen anderen Daten zusammen Profil gebildet. So schätzen dann algorithmische Systeme uns als Menschen ein. Ja, und mit diesen Daten, ja, da wird natürlich munter gehandelt, da wird munter, werden die weitergegeben. Wir wissen nichts davon. Also wir werden zunehmend zum Objekt in dieser, sag ich mal, Entwicklung des Umgangs mit Daten. Und das ist natürlich auch eine Gefahr für unsere Privatsphäre. Selbstbestimmung, ja, wie kriegen wir die wieder stärker zurück? Aber wenn Sie vom Staat reden, jetzt funktioniert es doch wieder, aber wenn Sie vom Staat reden, könnte es doch das Argument geben, liegt es nicht vielmehr, also die großen Daten und wenn man so will, die ganzen Orwellschen Pannen, liegen die nicht auch darin, dass die staatlichen Systeme gerade in einer unsicheren Welt noch viel zu unkoordiniert sind, dass viel zu viele menschliche Faktoren damit hineinspielen? Wären zum Beispiel die NSU-Morde wirklich in dieser Weise passiert, also alle, also dass man Nazis nicht ermorden wirklich immer hindern kann, das wissen wir, aber hätte man nicht vieles auch vorher erkennen können, wäre man in Erfahrung über diese Täter gekommen per Überwachung? Also genau das ist natürlich das, was auch mich als jemand, der da wirklich sehr kritisch mit umgeht, umtreibt. Nur da sage ich ganz klar, es hat nie daran gelegen, dass es nicht genug Informationen bei staatlichen Behörden, zum Beispiel über NSU, das Trio, aber auch Umfeld gegeben hat. Verschiedene Landesverfassungsschutzbehörden, ja, die hatten unglaubliche Kenntnisse. Das ist ja durch wirklich viele Untersuchungsausschüsse immer wieder jetzt bekannt geworden. Anis Amri. Also fürchterlicher Anschlag in Berlin, Weihnachtsmarkt. Ja, der war in allen Dateien, der war in allen Sicherheits-, in allen Antiterrorzentren, die gebildet worden sind. Da haben sich alle Sicherheitsbehörden, Geheimdienste, Polizei zigmal mit beschäftigt. Aber man hat ihn als nicht so gefährlich eingestuft. Und man hat auch die Rechtslage falsch bewertet. Der hatte zig Pässe, der hat zig Namen gehabt. Dafür hat man extra eine Regelung geschaffen, um jemanden, der sich so seiner Identifizierung entzieht, vorbestraft war, die Daten bekannt waren, um so jemanden auch in Haft nehmen zu können, hat man nicht angewandt. Und daraus sage ich, nein, es ist nicht so, dass immer mehr Informationen dann auch mehr Sicherheit bringen, sondern dann wird der Heuhaufen größer, die Stecknadel wird nicht gefunden und dass teilweise Behörden nicht richtig kommunizieren untereinander, ja, das weiß man. Da wird dann jedes Mal gesagt, jetzt wird's besser, dann gibt's wieder eine Bestimmung, dass die sich austauschen müssen, aber man muss... Das macht es nicht unbedingt immer nur besser. Das heißt, wir brauchen anhand dieser vielen Informationen, die vorhanden sind, einfach die richtige Analyse, den richtigen Blick, die Leute, die das auch einschätzen können. Und daraus folgere ich, immer nur mehr Wissen ist nicht zwingend gleich mehr Sicherheit. Warum haben Sie Ihr Buch Angst, Essen, Freiheit aufgenannt? Ja, natürlich, Sie haben auch wahrscheinlich gleich an Rainer Werner Fassbinder gedacht. Nicht. Anfang der 70er, Angst, Essen, Seele auf. Das war damals ein wirklich begeisternder Film. Der hat ja sowieso einen Film revolutioniert. Angst, Essen, Freiheit auf lehnt da an diesen Filmtitel an, weil es darum geht, dass wenn wir als Bürger Angst vor Bedrohungen, Angst vor Entwicklungen haben, wenn wir auch Angst haben, vielleicht mit unserer Auffassung ausgegrenzt zu werden, in eine Minderheit zu geraten, gegen einen Mainstream, also gegen eine angeblich behauptete Mehrheitsmeinung zu sein,
dann ist das für uns schwierig. Dann passt man sein Verhalten an. Dann bewegt man sich nicht mehr so frei, wie man eigentlich sonst es tun würde. Dann hat man eine Schere im Kopf. Man kommuniziert anders, wenn man meint, die Kommunikation würde überwacht, angezapft, Informationen würden anders verwandt werden. So, und dann verändere ich durch mein eigenes Verhalten, weil ich Angst vor bestimmten Bedrohungen und Ausgrenzungen habe, mein Verhalten. Ja, und dann ist die Angst die Freiheit, meine eigene Freiheit auf. Das ist also ein Ansatz, weshalb ich diesen Titel so gewählt habe. Natürlich wird dann in dem Buch nicht ein absoluter Alarmismus betrieben. Aber da halte ich nämlich nichts von. Das wollte ich gerade fragen. Ist es nicht so, dass der Deutsche oder die Deutsche an und für sich gleich aus welchem politischen Spektrum gerne mal sehr große Angst hat? Also im Jetzt und in Zukunft, dass Sie wollen keine Alarmistin sein, aber alarmieren Sie nicht rauf und runter? Ja, ich alarmiere, dass wir unsere Freiheitsrechte leben. Dazu möchte ich ermuntern, motivieren, weil das was Positives ist. Aber ich möchte nicht, ich zeichne auch kein Szenario nach dem Motto, es ist alles so fürchterlich, wir sind so kurz vorm Untergang. Also da kann man eigentlich nur alles, was wir an Rechten haben, dem Staat überantworten, tu das Beste für uns, wir gehen ins Mauseloch und dann warten wir, dass es irgendwie besser wird. Nein, das ist überhaupt nicht meinem Verständnis. Aber dass wir auch diese Risiken nicht ausblenden dürfen, sondern dass wir Chancenrisiken, Freiheit, Sicherheit im Spannungsfeld sehen. Dass wir schauen, wo sind unsere Bewegungsspielräume, was können wir auch für uns selbst tun, um uns in unserer Privatheit zu schützen. Das, finde ich, ist eine positive Botschaft. Können Sie noch mal 2, 3 Beispiele nennen, also wo Sie jetzt von der gesellschaftlichen Stimmungslage das, was Sie Freiheit nennen, besonders bedroht ist? Ich sehe schon einmal eine Gefährdung darin, dass doch dieser Satz, der ja wirklich so unzutreffend und dumm wie nur irgendwie ist, ich habe doch nichts zu verbergen, leider so eine Grundhaltung befördert, zu wenig kritischen Blick, zu wenig Reflexion darauf zu haben, was auf nationaler und auch auf europäischer Ebene an Eingriffen in unsere Rechte erfolgt. Ich sehe eine Gefahr für unsere Meinungsfreiheit. Ich sehe sie darin, dass sie natürlich extensiv auch von denen genutzt wird, die damit gerne Schindluder treiben wollen. Also, wir reden ja immer von Hassreden, von Fake News, also Desinformationskampagnen. Ja, natürlich gefährden die unsere Meinungsbildung, aber umso mehr muss man doch jetzt als Einzelne, aber auch gerade Initiativen, Parteien, Stiftungen und so weiter dafür sorgen, dass wir dagegen halten, dass wir mal sagen, ja, das ist aber hier alles Manipulation. Das sind die eigentlichen Fakten. Und dann kommt ein Diskurs in Gang. Dann kommt auch ein Streit, eine streitige Auseinandersetzung im Gang. Und die ist mit Mehrwert verbunden für uns alle. Wenn wir das nicht tun, überlassen wir denen die Möglichkeit der Meinungsbildung, die nicht unser Bestes im Sinn haben, die auch zum Teil was anderes in Deutschland wollen als unsere Demokratie, die wir nach wie vor festigen müssen und die eine unglaubliche Errungenschaft ist. Ja, das wollte ich mich fragen. Verzeihen Sie mir, das ist möglicherweise etwas naiv, aber sollte man Fake News verbieten? Man kann Fake News nicht verbieten. Fake News gibt es nicht erst seit heute. Wie war das denn im Kalten Krieg? Wie ist denn da mit Falschinformationen, meistens von Geheimdiensten, nicht so sehr von Privatpersonen oder Initiativen, Bewegungen, falsch informiert worden? Ja, um eigenen Interessen zu bedienen. Natürlich machen das auch heute Geheimdienste. Russland beschäftigt viele Leute, Riesenzentren, um aus ihrer Sicht Verschwörungstheorien, Vorurteile in die Welt zu setzen und möglichst viel in Europa an Beunruhigung damit hervorzurufen. Also man kann Fake News nicht verbieten. Es ist auch erlaubt. Ich kann auch sagen, es gibt ja terroristische Gefahr. Wir haben 20.000 Gefährder und wir wissen gar nicht, wie wir deren Herr werden sollen. Ist alles falsch. Kann ich aber nicht für bestraft werden, wenn ich das sage. Sondern da muss man sagen, nee, es gibt 700 bis 800. Viele haben wir von dem Blick. Alle können wir nicht überwachen. Kann ich nicht bestreiten. Also, ich darf so falsche Dinge in die Welt setzen. Und wenn ich da anfange,
das zu verbieten, wer macht das dann? Das machen dann die Konzerne, die ihren eigenen, sage ich auch mal, auch manipulativen Möglichkeiten nutzen. Habe ich dann mehr Gewinn? Habe ich nicht. Nun gibt es einige, die kenne ich hier aus unserem grünen alternativ-publizistischen Taz-Milieu. Die Community ist ja gar nicht so klein, aber da gibt es viele, die sagen, also da gibt es diese ganze Diskussion, also über die Sagbarkeit, was darf gesagt werden, ist das nicht verletzend, sollten da nicht bestimmte Gesetze geschaffen werden, um zum Beispiel Hass auch in der Sprache zu unterbinden? Ich verstehe dieses Anliegen, denn Hassreden sind per se nicht verboten. Ich kann auch über unsere Demokratie herziehen. Ich kann auch über die Regierung herziehen. Nur wenn ich einen Minister oder Kanzlerin oder eine Person mit Hasstiraden überziehe und sie damit beleidige, dann ist das nach unserem geltenden Recht verboten. Volksverhetzung, das hat ja was mit Hass zu tun, nämlich andere aufzubringen gegen Teile unserer Gesellschaft. Also, sag ich mal, gegen alle Muslime, wegen Islamophobie zu sagen, da müssen wir auf die Straße, die machen alles kaputt, die unterwandern uns, der Untergang ist nah. Da kann das eine Volksverhetzung sein, das ist strafbar. Aber Sie merken schon an den Begriffen, ne? Es ist wirklich schwierig. Und deshalb zeigt gerade die heutige Entwicklung mit den sozialen Netzwerken, man muss auch mehr aushalten und man muss mehr gegenhalten. Das ist in meinen Augen das Entscheidende. Man darf sich das nicht alles so entwickeln lassen, so nach dem Motto, so ein Schwachsinn höre ich gar nicht hin. Es gibt genug Chats, Netzwerke, Räume digitaler Art, wo genau das kommuniziert wird. Und es gibt die, die auf die Straße gehen, sei es in Leipzig, in Dresden, in München, wo auch immer. Und den darf man nicht den öffentlichen Raum überlassen. Aber wo ziehen Sie da die Grenze? Sie sagen, man muss aushalten können. Ja, also ich ziehe die Grenze da, wo es wirklich üble Nachrede, Beleidigung, Ehrverletzung, Volksverhetzung ist. Oder wenn ich natürlich, das ist bei uns in Deutschland ja so, mit verbotenen Symbolen agiere, also die Hakenkreuze, Schwinge, andere Dinge, verbotene Auschwitz Fahnen zu verwende. Leugnen ist auch verboten. Ich habe das Gesetz gemacht, das Holocaust-Leugnen strafrechtlich zu verbieten. Das sind wir, glaube ich, die Einzigen, die so eine Bestimmung haben. Ich bin massiv kritisiert worden, weil das natürlich eine Einschränkung der Meinungsfreiheit ist. Und es hat dann Verfahren gegeben, auch beim Bundesverfassungsgericht, wo die gesagt haben, geht gerade noch. So, man muss einfach sehen, woanders wird mit Geschichte dann natürlich im öffentlichen Diskurs auch anders umgegangen. Aber ich stehe dahinter, weil ich gesehen habe, wie das benutzt wird und wie das auch mit Blick auf das, was die Menschen betrifft, die das erlitten haben, die Familien erlitten haben, die das heute mitbekommen und diese Missachtung und dieses mit Füßen treten der Ehre dieser Menschen, die da also wirklich vollkommen verloren gegangen ist, dass man das nicht so einfach so dahin fließen lässt, nach dem Motto, ist nicht so tragisch. Das hat mich überzeugt und deshalb habe ich das Gesetz gemacht. Aber nochmal, ich möchte das nicht relativieren, aber es gibt im rechtsidentitären Spektrum, es gibt Sprechende der AfD, die das, was man in meiner Generation noch Gastarbeiter und kommende deutsche Bürger genannt hat und Bürgerinnen, da gibt es Reden gegen Muslime, da kann ich nur sagen, ich finde, das sollte nicht aushaltbar sein. Also da gibt es fürchterliche Reden. Da ist ja auch sag ich mal, auch wirklich Hass auf Muslime, generell auf den Islam, den man natürlich für die Gefahr überhaupt auserkoren hat, um unser Deutschsein zu unterwandern, wie das da immer wieder propagiert wird. Und da sind auch Teile dieser Reden, das, was da verkündet wird, das ist auch mit unserem geltenden Recht nicht in Einklang zu bringen, nicht hinnehmbar. Da gibt es wirklich Grenzen, dass das schwierig ist und dass gerade unsere Rechtsprechung in Deutschland zu der Frage, was ist noch eine erlaubte Meinungsäußerung und wo kommen wir in einem Bereich des Strafrechts, also da ringen auch die Gerichte. Ich finde das richtig. Zum Beispiel, was sagen Sie, wenn einer das Wort Nazi-Schlampe verwendet?
wird ja, machen die ja. Die hauen irgendeiner, ein Mädchen, einer Frau, einer Dame so diesen Begriff um die Ohren. Das ist nicht immer strafbar. Also sehen wir mal, wie schwierig das ist. Natürlich haben wir auch eine Rechtsprechung, die immer auch schaut, ja, wie weit ist auch das Äußerungsrecht der Presse gegeben. Mhm. Also man will möglichst wenig tun, um das einzuschränken. Es haben aber starke Kräfte hier in Deutschland sehr wohl die Absicht, mit Lügenpresse, mit Diffamierung der Presse, die vollkommen ins Unrecht zu setzen und eigentlich nur noch eine gleichgeschaltete Presse, die ihnen gefällt, zu haben. Und das ist das Gegenteil von lebendiger Demokratie. Aber ich komme noch mal auf einen sozialen Mechanismus, der auch ein sprachlich, also der auch das sich sprachlich abbildet, zu sprechen. Ja. Da hat doch Gauland diese wirklich sehr, sehr hässliche Boateng-Bemerkung gemacht. Da gibt es noch andere Bemerkungen gegen die baden-württembergische grüne Landtagspräsidentin, die Staatssekretärin. Das Staatssekretärin und so weiter. Sind das nicht Sprechakte, die wahnsinnig vergiften? Wenn die erstmal in der Welt sind, kriegt man das sozusagen nie mehr aus der Wolle. Ja, die sind vergiftend und wir merken es ja auch mit Blick auf manche andere Religion, also jetzt gerade auch auf jüdische Religion, dass mit einmal so du Jude als Schimpfwort gebraucht wird, was ich mir vor 10 Jahren nicht hätte vorstellen können. Also da sind schon manche Formen des Umgangs miteinander Stück verloren gegangen. Sprache hat sich wird zunehmend radikalisiert. Man will zuspitzen, man will polarisieren, man will Aufregung, weil Aufregung Aufmerksamkeit schafft und eben ein Potenzial an Bürgerinnen und Bürgern erreicht, die das ja auch noch unterstützen. Nee, und die will man eben für sich gewinnen, damit die AfD bei Wahlen dann bessere Ergebnisse bekommt. Und deshalb wird das in den nächsten Monaten noch zunehmen, weil wir ja einige Landtagswahlen hier haben. Ja, das hat sich verändert. Ich finde, so die Presse hat ja, finde ich, mit ihrem Kodex, mit ihrem Presserat, versucht man ja so ein bisschen mit einer Selbstverpflichtung, nicht immer mit Blick auf Verbote, selbst auch einen Beitrag zu einem gewissen kulturellen Anspruch der Auseinandersetzung zu leisten. Das finde ich absolut gut. Funktioniert natürlich nicht in der ganzen Zivilgesellschaft. Aber überall zu überlegen, kann ich da noch mit dem Strafrecht irgendwas machen, das bringt uns in meinen Augen nicht viel weiter, weil es gibt so viele Dinge, sich da drum rum zu mogeln. Sie kriegen auch nicht alles bei Gericht durchgesetzt. Haben sie mit einmal 50.000 Beleidigungsklagen dann da anhängig, dauert 3 Jahre. Keiner kann sich mehr an die Äußerung erinnern. Nein, ich glaube, gegenhalten, auch Öffentlichkeit schaffen, auch denen die Maske runterreißen und sagen, was ihr hier macht, das ist Brunnenvergiftung. Das lassen wir nicht zu. Euch geben wir weniger Raum. Ich glaube, das ist wirkungsvoller. Ich glaube, Brunnenvergiftung ist übrigens, naja, egal, aber es ist eigentlich ein schönes Wort, aber ein schwieriges Wort. Wir werden gefragt, jetzt während dieser Facebook-Fernsehübertragung, eine Christoph Lorenz fragt, wie stellen Sie sich eigentlich die Zukunft Deutschlands unter einer rechten Führung? Stellen wir uns das mal vor, die Union mit der AfD vor. Ich stelle mir das nicht vor, weil ich, solange ich irgendeinen Satz noch sagen kann, alles tun werde, um möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass darin nicht die Zukunft Deutschlands liegt. Ich will keine Regierung wie in Italien in Deutschland haben. Auch nicht wie in Österreich. Denn natürlich verändert das Klima. Und das führt dann mit einmal schrittweise zu einer Politik, die auch da ansetzt, wo es eigentlich aus unserer Sicht, gerade was unseren Rechtsstaat, was die Justiz angeht, wo es eben nicht Verschiebungen geben darf. Deshalb, man kann über alle möglichen Fiktionen wunderbar spekulieren, da ich nicht. Das ist ja, wenn man so will, Gott sei Dank alles sehr schön auf jetzt zu Protokoll genommen. Dann komme ich jetzt doch noch mal, abgesehen von Ihrem wunderbaren Buch, was man wirklich als eine sehr kluge, fundierte Mahnung verstehen kann, noch mal auf Ihre Partei zu sprechen. Wenn Sie möchten, dass Deutschland nicht italienischen oder österreichischen Verhältnissen entgegensegelt, könnte Ihre Partei sich nicht allmählich mal von dem Ritual verabschieden, so gesprächsbereit zu tun nach Wahlen,
aber am Ende denn doch nur mit der Union zu wollen? Wäre das nicht etwa klug, klüger? Also man könnte sagen, eine demokratieimmanente Aufgabe, dass man sagt, die FDP, selbstverständlich koalieren wir mit einer Linkspartei nach Muster von Bodo Ramelow. Das ist schwierig für die FDP. Es gibt diese Regierung in Was Thüringen. Was ist nicht schwierig im Leben von... Natürlich ist alles schwierig. Ich glaube, wenn die FDP, so wie es sich jetzt auch abzeichnet, sieht, dass natürlich Dreierkonstellationen, wenn man nicht noch eine sogenannte große hinbekommen würde, aber das sehe ich eher als Auslaufmodell jetzt mal für die nächsten Jahre an, dann muss die FDP auch bereit sein, in eine Dreierkonstellation zu gehen. Und ich denke, dass da sehr wohl, so sind ja auch die Äußerungen, die man aus der FDP heraus hört, mal eher das Gewicht in Richtung Jamaika geht. Das hat einmal nicht geklappt. Jeder weiß, dass ich der Meinung war, es wäre gut gewesen. Ich hätte es gut gefunden, wenn Jamaika hätte gelingen können. Ich war bei den Verhandlungen nicht dabei, kann die Einzelheiten nicht alle beurteilen. Aber ich bin der Meinung, dass man jetzt mal in diese Richtung denken muss, gehen muss, dass man eben über die eigenen Grenzen auch jetzt in der Opposition hinaus Gespräche führt. Und das fände ich eine Perspektive für Deutschland. Und ich glaube, das wäre auch etwas, was bei den Bürgerinnen und Bürgern auch auf eine Unterstützung stößt und wo man es auch der FDP abnimmt. Es nützt ja nichts, auch da Gedankenspiele zu haben, mit wem könnte man vielleicht. Und am Ende wäre es eine Konstellation, dann nimmt man auch der FDP nicht ab, dass da in so einer möglichen Koalition dann wirklich einmal auch mit einer gewissen Handschrift FDP-Politik gemacht wird. Also von daher habe ich da eher so die Richtung auf Jamaika nach wie vor. Also, ja. Aber ist es nicht so, dass man sowieso sich immer vorher Gedanken macht? Und das machen doch alle. Das ganze politische Plappern, ja, jenseits vom gesetzlich Konkreten, ist doch so, wie wird es werden? Und das könnte doch auch zum Beispiel eine Anerkennung Ihrer Partei sein, dass man das inzwischen bei der Linkspartei mit einer erheblich liberalisierten Partei zu tun hat. Also man sieht ja bei der Linkspartei, was da in Bewegung ist. Jetzt im personellen Bereich, dass die Linken auch nicht eine homogene Truppe sind, sondern auch unterschiedliche Flügel, Zerstrittenheit haben, sieht man auch. Also ich glaube, die haben im Moment auch einiges für sich zu klären. Ich bin immer wieder mit Gregor Gysi auch im Gespräch, der erzählt auch mal seine Sichtweise auf die Linken heute. Also ich glaube, es ist immer wichtig, natürlich auch, was wäre, wenn, im Kopf zu haben. Aber es bringt nichts, das sage ich auch aus Überzeugung, wenn ich jetzt hier anfange zu spekulieren, was wäre denn FDP, Grüne, Linke, SPD in einer Konstellation, die in meinen Augen derzeit eher wirklich abwegig ist. Deshalb lieber natürlich, was wäre, wenn, da sich drauf konzentrieren, wo man auch eher eine breitere Grundlage finden kann. Ja, und dann damit auch vor den Wähler zu treten und die Wählerin, denn man wird jetzt in den Herbst, in den Wahlen schon für einiges werben müssen, damit es da nicht mit einmal eine Konstellation gibt, wo ich sage, die muss verhindert werden. Okay, so. Haben Sie Fragen? Wer traut sich? Frau Lotthäuser-Schnarrenberger, die sind alle nur wegen ihretwegen hier. Geben Sie eigentlich hinterher Autogramme, falls man das Buch käuflich erwirbt? Ja, logisch. Natürlich werde ich da vorne gerne signieren. Wäre mir eine große Ehre. Bin auch wirklich begeistert, dass Sie jetzt heute diese Dreiviertelstunde hier mit uns gemeinsam verbringen. Denn ich, eine liberale Stimme und auch eine mit Nachhall ist so unglaublich wichtig, weil es gibt so viele andere. Und dass die FDP so quasi wieder auferstanden ist, 2017 bei der Bundestagswahl, war ja nicht unbedingt so vorhersehbar. Nicht alle haben es sich gewünscht. Aber es ist jetzt ganz, ganz entscheidend, dass auch dieser Freiheitsaspekt und Freiheitsgedanke auch ziemlich deutlich formuliert wird. Wenn man am Ende Kompromisse eingehen muss, bleibt eh nicht 100% davon übrig. Von daher darf man nicht gleich am Anfang ein kleines Brötchen backen. Ich bin der Letzte, der das hier zu bewerten hat. Ich fand unser Gespräch, was Sie gesagt haben, großartig. Dankeschön, Sabine Lotthäuser-Schnarrenberger, für diese Auskunft über Ihr Buch Angst, Essen, Freiheit auf. Danke.